Dry-aged Beef, total hip, total angesagt, machen ganz viele. Jürgen ist aber einer der allerersten und Jürgen macht es auch ganz anders und ich erkläre jetzt warum. Jürgen, wieso machst du überhaupt dry-aged? Ja, ich habe irgendwann gespürt, dass in meinem Geschäft sich was verändern muss. Und meine Vorbilder sind einfach die Winzer. Die haben das von der Vermarktung ganz toll hingekriegt, einfach mit einem großen Gewächs, mit einem tollen Marketing, immer drüber sprechen, einfach ihre Leute, ihr Publikum suchen. Und so haben wir das auch gemacht. Ja. Jetzt erklär mal genau, was Dry-Aged überhaupt heißt. Ein trockengereiftes Fleisch. Das heißt, ihr entzieht das Wasser hier? Genau. Wir arbeiten mit einer Reduktion. Wir etwa 6 Wochen lang, 6 bis 8 Wochen lang. Die Enzyme zersetzen die Fleischeiweiße, es wird zart. Und durch die Reduktion konzentriert sich der Geschmack auf den verbliebenen Rest. Und jetzt ist das aber eine besondere Kammer, gell? Die gibt es auch nicht überall. Das, was da hinten so leuchtet, genau. Das ist Salz? Genau, das sind Salzkacheln, diese Orangen, Himalaya-Salz genauer gesagt. Wir haben 80% Luftfeuchte und 1 Grad Celsius und eine starke Luftzirkulation. Durch die Luftzirkulation wird das Salz ganz klein wenig abgetragen und durch die Feuchte im Raum getragen. Das heißt, wir haben ein keimhemmendes Klima da drin und dadurch kann ich lange reifen. Aber der Geschmack ist eher mild. Dieses typische Dry-Aged-Aroma ist da sehr verhalten. Ein super Rindfleischgeschmack. Kann man alles da reinhängen? Also kann ich jedes Stück Fleisch agen? Ich meine, vorhin haben wir mal Dry-Aged Met und so. Ja. Ja, man kann leckeres Met daraus herstellen. Total lecker, ja. Aber das muss man aber mögen dann. Das muss man mögen, ja. Du isst das? Ja. Als Met-Brötchen? Roh. Ja. Nee, aber rein theoretisch ist dieses Klima für jedes Lebensmittel, jedenfalls vom Fleisch her, ein Vorteil. Richtig agen kann man aber nur bestimmte Stücke. Einfach, weil ich eine gewisse Trocknung auch habe und mir das Wasser komplett rausgezogen wird. Und wenn ich keine Schutzhülle habe, wie hier zum Beispiel ein Knochen und außen eine Fettschicht und so weiter, dann trocknet mir das einfach weg. Jetzt hast du ja nicht nur Rind da drin, gell? Richtig. Also du agest auch Schwein. Mal Kalb, mal Lamm auch. Ja. Ist schon ungewöhnlich, ne? Vor allem Schwein, oder? Ist das? Ja, also wird immer häufiger praktiziert. Hat dieselbe Wirkung, aromatischer, zärter. Ja, ich finde es total schön. Jetzt sieht das aus wie vergammelt. Ja, das hat jetzt so einen Trockenrand. Und das gar nicht? Das kann ja nicht das gleiche sein, ne? Ja, doch. Also ab dem Moment, wo wir das ansägen, sieht es wirklich original wieder so blutrot aus wie hier. Also nur mal so im Vergleich, ne? Und gerade in diesem Trockenrand liegt auch noch mal ein beträchtlicher Schwund. Wir haben ja hier schon in der Reifekammer einen Schwund von 20-30%. Aber wir haben denselben Schwund auch noch mal einfach an Trockenschichten, die abgeschnitten werden müssen, dass alles sauber pariert ist und ordentlich. Weil diese Trockenschicht kannst du nicht mehr verzehren. Die kannst du eigentlich nur noch für eine heftige Soße brauchen und das war's. Und welches Rind ist das jetzt? Wo ist das rausgemacht? Das ist ein Aberdeen Angus. Das beziehen wir wöchentlich aus Irland. Wir haben unsere regionalen Tiere. Wir haben aber auch irische Rinder, weil wir viel, viel mehr Steakfleisch verkaufen, wie wir ganze Tiere verarbeiten können. Wie lange hat das geaged? Also das hier ist jetzt eine alte galizische Kuh. Das ist nicht aus Irland, das ist jetzt ausnahmsweise aus Spanien. Das hat jetzt etwa 8 Wochen auf dem Buckel. Und gerade von der Seite sieht man wunderschön die heftige Marmorierung. Die wird super stark. Lass mich mal riechen. Ja, das ist gut. Ja. Das ist genial. Die hat halt einfach viel länger gute Gräser gefressen, ja, und ist dadurch aromatischer. Super. Zum Schluss, was meinst du, ist das eine Mode oder ist das was, was nicht mehr wegzudenken ist? Es wird eine Mode sein, dass man es so propagieren kann, denn es wird irgendwann eine Selbstverständlichkeit sein. Denn es ist einfach ein anderes Level vom Steak. Und wenn jemand Steak verkaufen will, dann muss er sich einfach auf den Level einlassen.